Da sitzt der Hund, der wollte abhauen, aber ich habe sie noch erwischt. Das ist doch krass, oder? Und die haben alle ganz viel Pollen an ihren Beinchen. Seht ihr das? Die sind mega voll. Das ist die Mira und das ist unser Geld aus dem... Ich finde süß, dass du dein erstes Mal mit YouTube teilst. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim Ozark zu einem weiteren Classic Männer Vlog. Ich begrüße euch. Ich muss jetzt noch mal kurz in den Keller gehen, denn ich möchte mir einen Energy Drink holen. Keine Werbung an der Stelle, aber der neue Rockstar, liebe Sophie, der schmeckt sehr gut. Also Miss Muffin Make-up, wenn du das Video siehst, gleich am Anfang. Liebe Grüße an dich. Ansonsten möchte ich natürlich auch gleich am Anfang ein bisschen Werbung machen, denn es ist wieder so, es haben viele neue Leute den Weg auf Instagram oder auf YouTube zu uns gefunden. Und ich möchte betonen, wir haben ja sehr viele YouTube-Kanäle. Trotzdem haben wir festgestellt, nicht jeder hat alles abonniert. Deswegen würde ich euch bitten, falls ihr jetzt hier ganz am Anfang das seht, neu auf dem Kanal seid, noch kein Abo dagelassen habt, abonniert doch gerne den Ozark-Kanal, also den hier von mir, den von Amira, den Miraculina und vor allen Dingen Kreativzimmer und Ferienwohnung Harz, unsere beiden neuen Kanäle, die wir haben, weil da haben wir noch keine 1000 Abos und da würdet ihr uns mega krass unterstützen. Das wäre super nice. Ziel des heutigen Männervlogs ist mal wieder gratis schnorren. Wir sind unterwegs und holen uns wieder gratis Möbelstücke ab. Und zwar fahre ich nach Hettstedt. Hettstedt ist ein bisschen östlich von Harzgebode, also noch tieferer Osten. Und da fahre ich jetzt hin. Wir haben nämlich wieder was entdeckt, was wir uns abholen können. Das ist super geil. Ich habe so viel in der Hand gerade. Ich hoffe, dass ich einsteigen kann und hier weitermachen kann, ohne dass ich groß cutten muss. In Hettstedt gibt es nämlich, ist eigentlich der, ja, die Gartentor ist offen. In Hettstedt kriegen wir nämlich einen Eckschrank, eine Eckkommode aus Echtholz geschenkt. Und für 10 Euro, die ich bezahle, wenn es noch in Voraussetzung war, ich krieg's noch mit rein in den Dingensens, in den ins Auto, eine metallische Außeneinheit Gartenstühle. Zwei metallische Gartenstühle und einen metallischen Gartentisch. Und die sahen richtig geil aus. Und ich muss jetzt mal die Adresse eingeben, wo ich hinfahren muss. Die habe ich auf dem Handy. Ich verrate natürlich nicht den Namen, aber es ist auf jeden Fall in Hettstedt. Jetzt muss ich mal gucken, das hatte mir Mira vorhin per WhatsApp geschickt. Huch, genau, Gartenstraße in Hettstedt 06333. Da fahren wir jetzt hin und ja, ich erzähle euch gleich auch noch ein bisschen was während der Fahrt. Hettstedt liegt zum Beispiel jetzt von uns knappe 38 Kilometer, wie gesagt, östlich. Man muss halt so die B242 lang fahren. Und das ist natürlich jetzt wieder eine Situation, wo ich relativ viel Zeit habe, eigentlich zu quatschen. Ich möchte aber das Video nicht so lang machen. Ich möchte ja zeigen, was wir gleich alles Cooles holen. Aber wir hatten wirklich in den letzten Videos immer mal wieder auch so negativ. Also die Kommentare hat man nicht gesehen, weil ich habe so ein paar Schimpfwortfilter bei mir eingestellt, damit man negative Kommentare nicht auf dem YouTube-Kanal sieht. Aber ich gucke mir wirklich alle Kommentare an. Und auch die ausgeblendeten bzw. von YouTube vorgefilterten, wo dann irgendwelche negativen Beleidigungen drin steht und sonst was. Und da wurde auch wieder letztens halt reingeschrieben, was wir denn für Schmarotzer sind und ja, Ausnehmer und so. Und da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Also ich weiß nicht, wie das andere Menschen machen, aber wenn ich mir jedes Produkt, was ich im Leben bekomme, wirklich neu kaufen würde, dann wäre ich ja arm wie eine Kirchenmaus. Dann hätte ich ja wirklich kein Geld mehr auf dem Konto, um beispielsweise Wärmepumpe oder Solaranlage jetzt vorzufinanzieren. Ja, dann hätten wir ja kein Geld mehr auf dem Konto, um das zu machen. Man muss natürlich gewisse Anzahlungen immer tätigen und dann der Rest wird natürlich halt über Kredit finanziert. Aber ich muss dazu halt einfach sagen, ich kann mir halt nicht alles neu leisten. Und die meisten Menschen, ich denke, wenn ihr auch Geld bewusst oder generell auch, wie nennt sich denn das, nachhaltig einkauft, dann kann man halt auch mal Sachen Secondhand oder jetzt hier wie bei Kleinanzeigen einfach mal abholen oder nicht. Ich persönlich finde das ganz gut, wenn Leute was auf Kleinanzeigen halt günstig verkaufen oder halt den Wert, also dem Wert entsprechend, oder halt auch verschenken. Und ich finde das jetzt halt mega cool, dass diese Echtholz-Eckschränke verschenkt werden. Und Ende vom Lied ist ja, diese Schränke, die bekommen bei uns ein neues Leben. Die werden bei uns weiterverwendet und genutzt. Der Voreigentümer
oder der Vorbesitzer jetzt hier von Kleinanzeigen, der würde die ja sonst ja einfach wegschmeißen. Die würden dann in die Mülltonne wandern, auf den Sperrmüll oder sonst was und dann wären die kaputt. Viel zu schade drum. Und vor allen Dingen hier bei diesen ganzen Echtholzgegenständen, wo wir ja bei uns das Haus rustikal mit Echtholz, mit Metall und mit sowas ja aufbauen wollten, Landhausstilmäßig, da ist es ja schön, wenn Leute einem das schenken. Das ist doch wunderbar. Also ich kann da die Negativität mancher Menschen, ich vermute da eher der Neid dahinter, dass sie selber nicht auf die Idee kommen, um bei Kleinanzeigen mal nach zu verschenken gucken. Ja, weiß ich nicht. Und bei der Gartenstuhl-Kombination, also zwei Gartenstühle mit einem Metallgartentisch, da haben wir halt geguckt, der verkauft die für 10 Euro, das finde ich gut. Und neuwertig gibt es ein ähnliches Modell, also was fast gleich aussieht, beispielsweise beim Bauhaus für 110 Euro. Das heißt, ich kriege es ja jetzt da nicht ganz umsonst, wenn es reinpasst ins Auto, sondern bezahle ja 10 Euro. Und spare aber 100 Euro, wenn ich mir das neu kaufen würde. Und so kann man natürlich halt auch sein Haus, seinen Garten einrichten und auch noch effektiv dabei was sparen. Ich finde es gut. Ja, dann, was mich noch mehr aufregt, aber Thema Kredite, da war ich jetzt gerade dabei. Ihr hattet das ja vielleicht mitbekommen. Wir haben einen Kredit, kriegen wir von der Schwäbisch Hall, hatte ich glaube ich erzählt. Da hatten wir auch sogar ein Video von gemacht, wie wir hingefahren sind nach Aschersleben. Aber der zweite Kredit, der ärgert mich so ein bisschen. Der wurde jetzt noch nicht bestätigt, weil die ganzen Banken daran nichts verdienen. Ich erkläre euch das mal so ein bisschen. Wir haben ja die Werbepumpe bekommen. Oder beziehungsweise wir haben sie jetzt ja schon bestellt und wir haben ja schon eine gewisse Summe angezahlt. Und wenn man bestimmte Voraussetzungen bei der KfW-Förderbereich BAFA für die Investitionen halt einen erfüllt, dann kriegt man ja eine Förderung, eine Bezuschussung von der KfW für den Einbau dieser Wärmepumpe. Dieser Zuschuss, also dass man bezuschusst wird, ist die Voraussetzung dafür, dass man bei der KfW noch einen Kredit beantragen kann. Und dieser Kredit, der ist halt auf 10 Jahre Laufzeit mit 0,01% Zinsen, also faktisch geschenkt. Wenn wir jetzt 30.000 Euro Kredit bekommen, dann müssen wir an Zinssumme, glaube ich, 150 Euro nochmal on top bezahlen. Das ist so der Zinssatz, den wir dann halt drauf bezahlen müssen in 10 Jahren. Also faktisch nichts. Und wir hatten jetzt bei verschiedenen Banken schon angefragt und die haben das einfach alles abgelehnt, weil das sich für die nicht lohnt. Der Aufwand, diesen Kredit zu erstellen, ist denen zu groß, weil sie zu wenig dran verdienen. Und das ist ja mal unverschämt. Also die Hypo-Vereinsbank hat es abgelehnt, die Volksbank hat es abgelehnt, die Postbank hat es abgelehnt und dann hat uns jetzt die Volksbank zum Schluss gesagt, naja, also sie müssen eigentlich bei ihrer Hausbank Druck machen, weil mit denen haben sie ja schon langjährige Beziehungen, die müssen diese Kredite gewähren. Und ich sag so, naja, auf der Webseite der KfW, da ist meine Hausbank, die Sparda Bank, gar nicht mit aufgeführt, ich kann die da gar nicht anschreiben. Ja, müssen sie trotzdem machen. Und ich fühle mich jetzt als Nutzer bzw. als Kreditberechtigter, was ja von der KfW staatlich ist, also die Staatsbank, die Staats- und Förderbank sagt, hier Mr. Osox, Sie als Staatsbürger, Sie haben Anrecht darauf, holen Sie sich mal den Kredit und keine Bank will es machen. Das ist doch asozial. Was soll denn das? Da rege ich mich richtig drüber auf. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch irgendwie einen Tipp habt, wie man da jetzt besser vorankommt oder da was machen kann, aber ich hoffe, dass das jetzt entweder meine Hausbank macht oder die Sparkasse. Weil die Sparkasse hat jetzt auch noch einen Termin. Also mit denen habe ich einen Termin nächste Woche. Und da hatte ich mit der Dame am Telefon das eigentlich schon besprochen gehabt. Und die hat gesagt, ja, die Sparkassen machen das alles. Aber vielleicht macht es ja auch dann meine Hausbank, wenn ich da jetzt nochmal nachfrage und Druck mache. Aber so ein Problem, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass eine Bank, die ja eigentlich keine, die haben ja keine Unkosten dadurch, weil das wird ja durch die KfW finanziert. Ja, der KfW-Kredit wird ja von der KfW an die Hausbank ausgestellt, müsst ihr euch vorstellen. Und dann stellt die Hausbank sozusagen den Kredit an mich aus. Nur dieser Vertragswirrwarr heißt Zettel ausdrucken, Kreditnehmer, Schuld, Restschuld, Lastbereich, Personalausweise, Kreditwürdigkeit und diese ganzen Meldungen, die man machen muss, dieser Papierkram, der bleibt halt auf der Hausbank liegen. Und dass die darauf keinen Bock haben, ja, kann ich nachvollziehen, aber es muss ja einer machen. Was soll denn das? Ja, also das ärgert mich wirklich, weil ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass ich da so ein
Stress habe. Ja, ich ging jetzt davon aus, okay, ich beantrage das, so wie meine Förderung, meine Bezuschussung, und dann kriege ich einfach meine Bestätigung und dann kriege ich irgendwann das Kreditgeld ausgezahlt. Ärgert mich. Also ärgert mich wirklich. Falls ihr da noch eine Idee habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal die Strecke nach Hettstedt. He won't look around the room, he won't tell you his plans. Got a road cigarette hanging out his mouth, he's the cowboy kid Jeff found a six shooter gun in his dad's closet, in a box of fun things. I don't even know why, but he's coming for you. Yeah, he's coming for you. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. Daddy works a long day, he be coming home late, and he's coming home late, and he's... So, ich hoffe, man kann das erkennen. Boah, das ist das Teil und ich habe es natürlich nicht durch den Kofferraum bekommen, und weil es ja auch Echtholz mit genagelter Rückwand ist, ich glaube, man sieht es ganz gut. Ja, wird wieder eine spannende Rückfahrt. Wir haben noch den Hänger dazu bekommen, die Metalltische, die wir haben wollten. Die haben wir leider nicht bekommen. Die, also war noch so ein Metalltisch mit, hatte ich ja gesagt, Gartenstuhl und so. Und ja, da haben sich andere von Kleinanzeigen schon gemeldet. Die kommen in den nächsten halben Stunde vorbei. Den hätte ich das jetzt sozusagen weggemobst. Und da war der Kleinanzeigenverkäufer halt so, nee, das können wir leider nicht machen. Das ist schon zu unfair. Ich sag so, ja, aber er hat zuerst, komm mal zuerst. Ich war jetzt als erster da und so. Nee, geht nicht. Und naja, gut, dann bleibt's bei dem Seitenteil. Und bei dem Eckregal mit dem Seitenhänger finde ich mega krass. Und ja, jetzt fahren wir erstmal wieder zurück. So, da sitzt der Hund, der wollte abhauen, aber ich habe sie noch erwischt. Da ist die Mira und wir haben gerade zusammen das Ding reingetragen. Das hat super geklappt. Die Aioli hole ich gleich ab, die bleibt aber da, weil ich habe sie oben an der Schnur festgemacht, dass sie nicht abhauen kann. Und Mensch, das war jetzt eine wilde Fahrt und ein wilder Transport. Und jetzt steht es erstmal hier. Dankeschön. Das ist nämlich der Hänger. Und das Teil. Das sieht doch mega aus. Das ist doch geil, oder? Gefällt dir? Ja. Der Mann hatte ja, wie gesagt, noch den Dingsi-Dungsi gehabt, den Metalltisch mit den Dingern. Aber ich hatte es dir schon gesagt gehabt. Du hast, wir waren ein bisschen zu spät. Ja. Weil da aber jemand anders dabei war. Ich habe den 20 Minuten, nachdem es online war, hier 12 Minuten, nachdem es online war, habe ich das geschrieben. Und 20 Minuten später habe ich gesagt, ja, das Metallding würde mich auch interessieren. Ja, konnte ja keiner ahnen. Aber die lösen komplett den Wunschstand von den Oma und Opa, also von dem Vater, von der Vater und Mutter von dem Verkäufer auf. Das ist wahrscheinlich sind die Eltern verstorben oder so und das ist die ist halt noch die Rest. Freut er sich, dass er das nicht selbst entsorgen muss. Richtig, der freut sich sehr darüber. Das hatte ich gerade am Anfang des Videos wieder thematisiert, weil ja Leute doch immer so sind, warum kriegen wir denn alles umsonst? Filmst du mich? Ja, ich filme dich, ich finde das gut. Ja, sagen Sie doch mal was dazu, dass du das alles umsonst bekommen. Ja, danke. Gut genasser Ort. Ja, finde ich auch. So. Jetzt muss ich noch, das hatte ich euch noch nicht erzählt, ich fahre zum Bienenmann. Ja, denn unsere Bienen sind ja angekommen. Die hattet ihr vielleicht im Video von Amira schon gesehen. Wenn nicht, hier ist noch eine Honigwaben-Ergänzungs-Dingsi-Dongsi. Und jetzt muss ich mir den Hund erstmal schnappen. Aioli! 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 Oh, da tippeln sie die ganze Zeit. Die möchte gerne ins Auto rein, aber Autofahren tun wir jetzt nicht. Oh ja, komm mal her. Oh, ja. Süß. Ja, jetzt gehe ich mit ihr nämlich noch durch den Garten und wir gehen mal kurz zu den... Huch. Grunz doch mal bitte nicht so. Nein, Auto nicht. Heute nicht Autofahren. Huch, so. Boah. Ich muss diese ganzen Wäscheleien muss ich tiefer hängen. Und... Genau, unsere Baugrube sieht so aus, da mache ich morgen weiter. Oh, guckt euch mal an, wie viele Bienen das sind. Der Hund geht da rüber. Das ist doch krass, oder? Und die haben alle ganz viel Pollen an ihren Beinchen, seht ihr das? Die sind mega voll. Das ist überragend. Das sind die Superbienen.
Ja, und die summen hier rum und freuen sich ihres Dings. Die haben hellgelbe Pollen und dunkelgelbe und orangene Pollen. Das hatte uns Topf gesagt gehabt, als er da war, dass die Bienen hier bei uns extrem gut viel Platz haben, weil die haben nämlich Flugreichweite von bis zu 2,5 Kilometern. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, von hier aus bis rüber zu dem orangenen Gebäude, wo der Esel ist, und bis da hinten, bis zum Wald. Also die fliegen übertrieben weit, die Bienen. Das heißt, die können hier alles an Honig und Nektar und Pollen und sowas holen. Und das ist sehr gut. Und jetzt laufe ich mit der Aioli natürlich noch ihre Gassi-Runde fertig. Denn zeitlich bin ich ein bisschen knapp, wie gesagt, dabei. Der Bienenmann, also der, das ist nämlich vom Imkerverein, das hatte ich euch am Anfang des Videos nicht erzählt. Der Imkerverein hier in Harzgerode, der trifft sich nämlich immer eigentlich am zweiten Donnerstag im Monat. Aber weil morgen ja Christi Himmelfahrt ist, also ein Termin, Feiertag, machen wir es heute am Mittwoch. Und da drüben sind die Hunde und Aioli will rüber. Ja, die will gleich wieder an den Gartenzaun ran. Weil dann kommt nämlich die Elli und der Pablo runter und dann müssen wir mal schauen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Bienenmann wieder. So, Mira ist da doch jetzt mitgekommen. Du hattest doll Kopfschmerzen, hast du gesagt. Ja, war noch, ja. Ja, ich habe mein Handy im Auto drin gelassen, das muss ich noch rausholen. Wir sind jetzt hier beim Edeka Meier in Harzgerode und da hinten ist der Busbahnhof. Und gegenüber vom Busbahnhof soll irgendwo hier die Busbahnhof-Gaststätte sein, wo der Bienenmann mit den Bienenfreunden sozusagen sein Treffen die Woche abhält. Und wir machen uns jetzt auf den Weg dahin und gucken mal, ob wir den Bienenmann finden. Das sind ja viele Fliegen, wo wir fahren jetzt, ne? Das kann natürlich... Oha! Das habe ich nicht, noch nicht gesehen. Ja, ich war ja auch auf der Landstraße unterwegs. Hat auch mal zwischendurch geklatscht, so diese, ja, wenn so ein dicker Käfer erwischt wurde. Heute sieht es besonders schlimm aus. Ja, war ja viel los auf der Straße. Wie fühlt man sich, Scheißmörder? Der Käfermörder, meinst du? Ja. Oha! Käfermörder, ist das der Titel dieses Videos? Besser nicht, du. Das ist nicht so clickbait. Ja, nee. Hier. Dingensens wieder gratis abgeholt und Bienenmann getroffen. So klingt doch viel besser. Oh, ich habe schon 19 Uhr. Stutze mit Doppelspiegel, ey. Das gönne ich in der Hose. Weil die keinen Holz haben. Haben sie nicht. So, das war sehr lecker. Wir haben beim Imkerverein gerade wirklich uns gut getan. Das war cool. Osak hat alles über uns verraten und ich auch. Ja, aber nur noch nicht, dass wir YouTube machen. Das haben wir noch nie erzählt. Nee, das tatsächlich nicht. Also, falls ihr das seht, hallo, liebe Grüße. Ja. Wir sind jetzt... offiziell dann bald... Die waren übrigens wirklich super nett und gar nicht haben sie uns bedrängt. Und ich habe schon gewartet, wann sie fragen, wann wir eintreten in den Verein. Das musste ich jetzt am Ende erwähnen, dass wir jetzt gerne eintreten wollen. Ja. Ja, die melden Sie sich mal bei WhatsApp. Fand ich sehr unaufdringlich und fand ich sehr super. Ne? Ja, also hat mir gut gefallen, dass sie ja nicht so aufdringlich waren. Habt ihr gut gemacht. Ja. Nee, und hab mich nicht verscheucht. Nein, und ansonsten haben die auch gute Informationen und dann haben sie so coole Tipps. Und wie man das macht halt selber, um halt so eine Imkerstelle zu kriegen. Und auch Informationen zu den, wenn man Honig verkauft, ne, was ist da so für aktuelle gesetzliche Richtlinien, wenn sich irgendwas ändert oder so. Haben sie uns auch... Genau, da gab es nochmal einen Input. Also es geht natürlich auch über private Themen, logisch, aber es geht halt auch viel um die Völker. Genau, ne? Das war super. Und die haben dann gefragt, ob wir auch schon direkt Bienen haben. Dann haben wir erzählt, wir haben eine bekommen und habt ihr auch ein Veterinärzeugnis. Ja, klar. Natürlich. Aber Kuss geht raus. Ja, wir machen das alles hier legit. Ja, wir sind die ultrakorrekten über und überall. Ja, und das ist wenn, das. Ist wenn ich super. Die Regeln kenne, ich halte mich auch da dran. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt also keinen korrekteren Menschen. Ja, also es hat wirklich super funktioniert, war auch sehr angenehm und wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit gegessen, Tee getrunken und jetzt wollte ich noch zum Rewe rüber, der ist nämlich gegenüber, hier ist nämlich nur Edeka Meier und da muss ich jetzt noch meine Tüte ausleeren und mal gucken, ob das klappt, weil das wird richtig unangenehm, ich hoffe, also entweder filmen wir es heimlich mit dem Handy oder ich halte die GoPro irgendwo an, das ist super unangenehm. Achso, genau. Ich zeige euch das. Achso, ich bin über dumm. Warte kurz. Ich warte seit 5 Minuten. Ja, machen Sie mir mal meine Tüte auf. Also, machen Sie mal bitte den Rucksack auf. Ich hatte das ja schon mal erwähnt gehabt. Was ist denn das?
Herr Colina, haben wir jetzt nicht mal mehr eine Tüte? Nein, da ist das ganze Kleingeld drin. Hätte nicht die Hälfte erstmal gereicht, um die Menschen, den Kassenmenschen nicht zu überfordern. Nein, sie können auch den Kassenmenschen das nicht zählen lassen. Nee, sie hat gesagt, das wird gar nicht mehr gezählt, sondern es wird gewogen. Man muss nur die 1-Cent-Stücken, 2-Cent-Stücken und 5-Cent-Stücken zusammen machen, dann wird es gewogen. Aha. Und das haben sie hier gemacht? Nee, aber ich muss das dann vor Ort noch mal kurz machen. Aber das kriegen wir hin. Müssen wir halt gucken, wie die. Ich habe ganz viel Kleingeld hier. Na, sortier doch mal. Ach so, du machst aber hochkant gerade, das bringt mir nichts. Du kannst es doch im Querformat machen, oder nicht? Ja. Einfach 90 Grad drehen. Das ist doch der gleiche Ausschnitt. Also das hier, das ist das in die Hand, eben schnell. So, die. Das ist die Mira und das ist unser Geld aus dem ausgeladenen 1 und 5 und 2 Cent Stücken. Dankeschön. Und was haben Sie noch da? Gouda und Nussecken. Erst Belohnung. Das ist wunderbar. Duft, guck mal. Susi. Die Bahn aus, die nicht mit der historischen dran ist. Und die fährt hier auch lang. Aber das ist cool. Und jetzt ist die Schranke wieder offen. Gut, dass ich dich als Kamerafrau hier habe, während ich Auto fahren muss. Es waren übrigens, ihr habt es ja gerade gesehen, 10 Euro und ein paar zerquetschte, die wir verdient haben. Na, aber ausgegeben haben wir 15 Euro ein paar zerquetschte. Das ist richtig, es ist ein Minusgeschäft gewesen. Aber wir sind das ganze Kleingeld losgeworden. Aber wir haben noch einen Rucksack voller Naschis. Das ist richtig, das seht ihr jetzt gleich, wenn wir zu Hause sind. Denn ein Haul auf deinem Kanal? Ja, ein Haul, ein Süßigkeiten-Haul. Was? Ein Süßigkeiten-Haul bei mir auf dem Kanal zum ersten Mal. Premiere, ja? Aber nur wer bis zum Ende geguckt hat. Ich finde es süß, dass du dein erstes Mal mit YouTube teilst. Unangenehm. Nein, aber es ist wirklich so. Ihr seht jetzt zum ersten Mal einen Süßigkeiten-Haul bei mir auf dem Kanal. Ist doch cool, ja? Und nur die bis zum Ende geguckt haben, sehen das auch. Und jeder, der das jetzt auch diese Sachen feiert, der kann das gleich in die Kommentare schreiben. Ihr stoppt da das Video. Osak hätte ich mir auch gekauft. Gute Entscheidung. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich wollte noch den Süßigkeiten-Haul filmen, aber Anitas Socken, der Schmutzige, der hat's nicht überlebt. Aioli, was hast du mit dem Socken gemacht? Sieht man das? Er ist komplett zerfressen. Fräulein Hundi, wo ist sie? Okay, tschüss. Sie hat einfach den Socken gefressen. Warum machst du das, Hund? Warum tust du uns das an? Ja, okay. Also, zu guter Letzt in diesem Video. Es ist ein sehr, sehr witziger Männerhaul geworden. Zeige ich euch noch, was wir eingekauft haben, gerade beim Rewe. Wir haben ja das Geld weggebracht. Habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Keine Ahnung, wie ich schneide, ist egal. Wir haben zweimal gekauft. Monster ohne Zucker. Und zwar Ultra Watermelon Flavor. Das musste mit. Dann haben wir noch mal einmal eine Milch gekauft. Denn die Milch war fast alle. Ist aber auch die höchstens 0,3% Fett. Entrahmte Milch. Dann seht ihr, das hat sich Anita gegönnt. Die finde ich mag das überhaupt nicht. Das sind diese Minzbonbons mit Schokolade gefüllt. Da kriegt man Durchfall von. Doppelt Durchfall, weil es Minzbonbons sind. Und Anita verträgt ja gar keine Schoki. Deswegen, das sind Durchfallbonbons, würde ich sagen. Wenn sie das Video sieht, die wird mich ohrfeigen. Weil das sieht sie jetzt ja gerade nicht. Sie ist gerade im Hund draußen. Dann gibt es ja Schokorosinen in Vollmilchschokolade. Wunderbar. Dann haben wir gekauft Nussecken von Rewe Beste Wahl. Auch mit Schokolade drumherum. Kannst du dir nicht ausdenken. Dann haben wir Anni, das ist mein Kaffeebecher, mein Unterwegs-Kaffeebecher. Hier war das Geld drin. Dann haben wir gekauft Erdnussschocks, dragierte Erdnüsse mit Schokolade drumherum. Das hört nicht auf. Und dann haben wir geholt von Haribo, die waren in der Werbung, Rainbow Sauer. Das sind diese weichen, ich weiß gar nicht, Marshmallow mit Zucker umrandeten Gummidinger. Und zu guter Letzt einen, weil wir keinen Käse mehr haben zum Überbacken, einen Gouda Jung von Frico für 2,66 €. Da war nämlich der Kilopreis bei 6,90 €. Das war's für heute. Es war ein Einkauf für 15,32 €.
Seht ihr alles bei uns und auf, beim nächsten Mal, wenn wir für einen Hund einkaufen, auf alles im Online-Shop bei Zoo Royal 10 Euro Rabattcoupon oder 5. Mit dem Kennenlernen-Code Kennenlernen 10 oder Kennenlernen 5. Ja, genau. Und damit ist auch der Rucksack leer. Ich verabschiede mich aus diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie immer, dann würdet ich mich sehr darüber, ich, euch, ihr, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Jeder Daumen nach oben zählt, sorgt für einen besseren Algorithmusvorschlag. Kennt ihr alles? Die treuen Zuschauer wissen das, machen das ja sowieso, aber jeder, der neu ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Videos haltet, was ihr von dem Thema KfW-Kredit haltet, dass ich da zu wenig gekriegt habe oder noch nicht genug bekommen habe. Wie ihr das findet, dass wir einem Imkerverein jetzt beitreten und was ihr von den Bienen alles gut findet, gerne fleißig kommentieren, sind wir sehr dankbar drüber. Ich antworte auch wirklich allen Kommentaren. Also jeder, der von mir beantwortet wird, kriegt entweder auch eine detaillierte Information oder wenigstens ein Herzchen. Seht ihr auf den Videos. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozog. Ciao.